Herzlich willkommen zur Sonntagsandacht in der Saint-Olge-Kirche. Die Saint-Olge ist eine moderne Religion. Sie wurde Mitte des letzten Jahrhunderts gestiftet und der Stifter heißt L. Ron Hubbard. L. Ron Hubbard war jemand, der sich wirklich große Mühe gegeben hat, genau herauszufinden, was dem Menschen fehlt, warum er nicht glücklich sein kann, warum er nicht dauerhaft glücklich sein kann und was so die zwischenmenschlichen Schwierigkeiten sind und noch viel wichtiger, wie man sie ganz weit und ganz viel verbessert. Daraus ergibt sich ein spiritueller Weg, der Schritt für Schritt die Person nach oben führt in Richtung persönliche Freiheit, Richtung persönliche Integrität und daraus ergibt sich eine ganz ausführliche Lehre. Kleine Teile sind hinter mir, die kann man studieren. Man kann sie natürlich im Ganzen studieren, das dauert aber eine Weile, oder man kann sie in kleinen Teilen studieren. Und meine Idee ist, euch jeden Sonntag ein ganz kleines Stückchen davon zu präsentieren. Das Wort Scientology ist geprägt. Das kommt von Skire und Ologie. Zusammengesetzt wäre das die Lehre vom Wissen oder auch ganz einfach Wissen, wie man weiß. Und als erstes in dieser Sonntagsandacht möchte ich das Glaubensbekenntnis der Saint-Olge-Kirche lesen. Wir von der Kirche glauben, dass alle Menschen, welcher Rasse, Hautfarbe oder welchen Bekenntnisses sie auch sein mögen, mit gleichen Rechten geschaffen wurden. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre eigenen religiösen Praktiken und deren Ausübung haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihr eigenes Leben haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre geistige Gesundheit haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre eigene Verteidigung haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, ihre eigenen Organisationen, Kirchen und Regierungen zu ersinnen, zu wählen, zu fördern und zu unterstützen. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, frei zu denken, frei zu sprechen, ihre eigenen Meinungen frei zu schreiben und den Meinungen anderer zu entgegnen oder sich darüber zu äußern oder darüber zu schreiben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, ihre eigene Art zu schaffen. Dass die Seelen der Menschen die Rechte der Menschen haben. Dass das Studium der Seele und ihre Befreiung von den geistig verursachten Übeln von Religion weder entfremdet noch in nicht-religiösen Gebieten geduldet werden sollten. Und dass keine Instanz außer Gott die Macht hat, diese Rechte vorübergehend außer Kraft zu setzen oder aufzuheben, sei es öffentlich oder verborgen. Und wir von der Kirche glauben, dass der Mensch im Grunde gut ist, dass er danach strebt zu überleben, dass sein Überleben von ihm selbst und von seinen Mitmenschen abhängt und davon, dass er ein brüderliches Verhältnis mit dem Universum erreicht. Und wir von der Kirche glauben, dass die Gesetze Gottes dem Menschen verbieten, seine eigene Art zu zerstören, die Vernunft eines anderen zu zerstören, die Seele eines anderen zu zerstören oder zu versklaven, das Überleben seiner Kameraden oder seiner Gruppe zu zerstören oder zu mindern. Und wir von der Kirche glauben, dass die Seele gerettet werden kann und dass allein die Seele den Körper retten oder gesund erhalten kann. Für diesen Sonntag beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist gut und was ist schlecht, was ist gut und was ist böse. Und dazu ziehe ich nochmal dieses Buch, das ist die Einführung in die Ethik der Saint-Olge. Es ist ein, würde ich sagen, nicht ganz einfaches Buch, um es von Deckel zu Deckel durchzulesen, aber dafür stehen einfach ganz tolle Sachen drin, wenn man lernen möchte, wie man beurteilen soll, was ist denn verkehrt und was ist denn richtig und wie soll ich mich verhalten. L. Ron Hubbard gibt da im Einzelnen keine Anweisung. Er sagt nicht, du machst das so und du machst das so, sondern er erklärt einem das Prinzip. Und dieses Prinzip findet sich in einem eigentlich am Anfang vom Buch auf der Seite 15. Da müssen wir ein Wort behandeln, das Wort Gradient. Gradient ist natürlich ein normal existierendes Wort. In Scientology wird es so verwendet, dass man sagt, eine Stufe, die man lernen kann, meistern kann und dann vielleicht die nächste Stufe, das wäre der nächste Gradient, und dann wieder eine Stufe lernen, meistern, beherrschen. Und dann die nächste Stufe, das wäre zum Beispiel etwas, was man mit dem Lernen macht, dass man einen Gradienten richtig gut lernt und dann den nächsten Gradienten, also Kind lernt Laufrad fahren und dann
Fahrrad fahren, vielleicht sind da noch Stützräder dabei, vielleicht auch nicht. Und dann Fahrrad richtig fahren mit dem großen Fahrrad und so weiter. Das sind alles Gradienten. Einen Gradienten gibt es auch in der Abstufung zwischen gut und schlecht. Was ist richtig und was ist falsch? Da haben wir ganz feine Abstufungen dazwischen, weil das nämlich keine richtig absoluten Geschichten sind. Und wenn ihr euch genau umguckt, dann gibt es keine einzige Aktion überhaupt, die entweder völlig richtig für immer, für alle Lebensbereiche, für jeden und für alles ist und oder völlig falsch für jeden Lebensbereich, für alles ist. Ich gebe gleich Beispiele, aber ich möchte einfach mal darauf aufmerksam machen, da gibt es eine Abstufung, da gibt es, wir sagen, Graustufen dazwischen. Und woran erkennen wir jetzt diese Graustufen und wie funktioniert das mit dem Denken? Wie müssen wir das so denken, dass man einschätzen kann, diese Aktion, die ich gerade mache, die ist insgesamt gut oder diese Aktion, die ich gerade mache, die ist insgesamt nicht gut, deswegen sollte ich sie lieber lassen oder sie ist grottenschlecht oder sie ist ganz furchtbar oder sie ist nur ein bisschen doof oder diese ganzen Graustufen, die liegen alle dazwischen. Das ist also eine Sache, die man erst zu Ende denken muss, bevor man überhaupt richtig einschätzen kann, ist total richtig oder ist total verkehrt. Der Trick da dran, und den erkläre ich jetzt auch noch theoretisch und dann fange ich mit den Beispielen an. Der richtige Trick da dran ist, die Frage ist, was ist gut und was ist böse, kann man auf dieser Skala einschätzen. Das heißt, beim Denken passiert ungefähr Folgendes. Man findet ganz schnell die Argumente dafür, was ist gut und was ist böse. Also sagen wir, ich habe eine Schnecke, die sitzt auf meinem Salatblatt, selbst gezüchteter Salat, und diese Schnecke, die nagt am Rand. So eine schöne große, ihr kennt sie, die roten oder bräunlichen. Und die nagt jetzt am Rand von meinem Salatblatt. Und ich sage, oh je, so geht es überhaupt nicht. Diesen Salat, den habe ich mit doch einiger Arbeit aus dem Samen großgezogen. Und bis der da mal so groß ist, dass die Schnecke überhaupt drauf sitzen kann, das dauert eine Weile. Da steckt richtig Arbeit drin in jedem einzelnen Salatkopf. Wenn er die Schnecke kommt und den frisst, dann ist es überhaupt nicht so gedacht, weil den wollte ich selber essen. So, also das wäre ein klares Argument, was dafür spricht, die Schnecke muss weg vom Salat. Die hat dann zwar Hunger, das ist mehr so der Ausschlag von meiner Gradientenskala in die andere Richtung. Also erstmal kommt hier, Schnecke muss weg. Dann kommt das nächste Argument und man denkt ganz schnell, das geht nur in Bruchteilen von Sekunden. Aber natürlich sitzt die Schnecke da drauf und sieht eigentlich ganz niedlich aus, wie sie den Salat mampft. Und das sieht auch so aus, als ob sie ihren Hunger stillt. Und eigentlich habe ich schon ein Verständnis dafür, dass andere Lebewesen, die Koexistenz sind, die ja schließlich mit mir Erdenbewohner sind, dass die was zu essen kriegen. Also eigentlich möchte ich sie da jetzt nicht gerne wegnehmen und vor allen Dingen, genau, also Schnecken müssen eben auch leben. So, dann kommt aber wieder das Gegenargument, wenn die jetzt auf meinem Salat rumschleimt, dann kann ich den Salat wahrscheinlich nicht mehr so gut essen. Das kostet mich ewige Zeit, um den Schleim wieder abzuwaschen und dann sind die Blätter, die so angefressen sind, die sind auch irgendwie eklig. Also das spricht wirklich dagegen, dass diese Schnecke an diesem Punkt weiter frisst. Dann wieder könnte man sagen, ja, was soll diese Schnecke denn sonst essen? Die hat ja schließlich auch, ist auch Gottes Geschöpf. Sie ist auch jemand, der einen Platz in der Welt hat, der darf irgendwo leben. Vielleicht jetzt nicht genau auf meinem Salat, aber er darf irgendwo zu seinem Recht kommen. Und das würde dafür sprechen, dass ich die Schnecke zumindest irgendwo anders hinsetze, wo sie dann vielleicht ihr Leben weiter fristen kann. Jetzt kommt wieder das Gegenargument. So eine Schnecke, die fährt, glaube ich, irgendwelche 20 Meter pro Stunde. Und wenn ich die in die andere Ecke vom Garten setze, dann dauert das, naja, also ich habe einen großen Garten, dann dauert das von mir aus 2 Stunden. Aber viel länger dauert es dann auch nicht mehr. Dann ist die wieder da. Und was noch schöner ist, wenn die meinen Salat ordentlich gefressen hat, dann legt die natürlich Eier. Und dann fringt sie ihre ganzen Jungen auch noch mit, weil die wollen nämlich auch alle meinen Salat. Also ihr seht schon, die Argumentation, die schlägt mehr so ins Negative aus, weil ich überwiegend Argumente dafür bringe, dass diese Schnecke meinen Salat definitiv nicht weiter frisst und das werde ich mit allen Methoden verhindern müssen.
Das heißt, es läuft darauf raus, Schnecken in einem Eimer sammeln und irgendwo anders aussetzen, also vornehmlich da, wo niemand anderes seinen Salat anbaut. Gibt natürlich immer ungeliebte Nachbarn, aber das ist dann ein eigenes Thema. Das könnten wir dann eigens erörtern. Ist das gut oder schlecht oder ist das richtig oder falsch? Was ich sagen möchte, ist, jede Entscheidung, jedes Gut oder Böse hat etwas damit zu tun, wo steht es auf dieser Skala? Und wenn ich mich nicht ganz entscheiden kann, dann ist noch ein ganz wichtiges Argument langfristig. Weil natürlich haben wir kurzfristig manchmal eine andere Entscheidung. Kurzfristig ist es auf jeden Fall besser, ich trampel auf diese Schnecke drauf und dann ist Schluss, dann habe ich keinen Ärger mit dem Eimer, ich muss sie nicht irgendwo hintragen, ich muss sonst nichts damit machen, ich muss sie nur einfach fertig machen, dann lässt die meinen Salat in Frieden und legt auch keine Eier. Langfristig kommen da schon wieder ganz andere Überlegungen rein. Schnecken haben ja durchaus ihren Sinn in so einem Garten. Ich habe auch einen Hund und der lässt dann manchmal irgendwo ein Häuflein liegen und die Schnecken kümmern sich da ganz hervorragend drum, sodass ich diese Häuflein aus der Wiese nicht wieder rausmachen muss. Da finde ich die Schnecken schon wieder ganz praktisch. Und so weiter und so weiter. Allerdings, dieselben Schnecken sollen da bitte nicht auf meinem Salat sitzen. Also ihr seht schon, das ist ein einziges Hin und Her. Und wenn ich das Argument langfristig damit reinbringe, dann wird die Aussage natürlich präziser. Jetzt habe ich mich mal um so nebensächliche Dinge wie Schnecken gekümmert. Aber wie schaut das aus? Ich habe ein Kind in der Schule und dieses Kind ist wirklich kreuzunglücklich. Es schafft es nicht, in dem Maß zu lernen. Es kommt mit dem Stoff nicht klar. Und noch schlimmer, es möchte diesen Stoff auch gar nicht lernen. Wir haben aber Schulpflicht. Das spricht dafür, das Kind da zu lassen. Es ist aber mein Kind. Das spricht wieder dagegen. So eine Auswertung ist komplizierter, weil das mehr Lebensbereiche mit einzieht, weil das mehr einbezieht, weil das mehr Meinungen mit einbezieht. Das muss man natürlich dann auch noch mit dem Kind durchdiskutieren und vielleicht mit den Lehrern und vielleicht mit dem Vater und vielleicht mit, ich weiß nicht noch, wer alles an dieser Entscheidung, Schulleiter, beteiligt ist. Aber was man dann unternimmt und wie man das unternimmt, wäre definieren als gut, wenn es möglichst vielen Lebensbereichen möglichst viel Gutes bringt und zwar langfristig. Und wenn es möglichst wenig Lebensbereichen möglichst wenig Negatives bringt und das auch langfristig. Und jetzt habt ihr eine sehr gute Definition für gut oder schlecht, weil schlecht ist etwas, was überwiegend nicht richtig ist, was überwiegend in Richtung nicht überleben, unglücklich sein, Tod, traurig sein oder ähnliches führt. Und gut wäre etwas, was überwiegend langfristig in Richtung Überleben in Richtung besser, in Richtung aufwärts, in Richtung mehr Überleben, mehr Lebendigkeit und diese ganzen Dinge führt. Also wir haben hier die Graustufen und die sind abgestuft nach mehr oder weniger. Und wenn eine Entscheidung überwiegend positiv ausfällt, dann ist sie gut. Und wenn sie überwiegend negativ ausfällt, dann wäre sie schlecht. Da gibt es noch die zweite Umdrehung drin, dass es manchmal nicht richtig ist, etwas nicht zu tun. Also wenn ich die Katze nicht füttere, das ist auch ein Problem. Oder wenn ich jemanden nicht aus einer Patsche raushelfe. Neulich habe ich jemanden im strömenden Regen am Straßenrand stehen sehen, eine junge Dame, die habe ich nicht stehen lassen, die habe ich dann mitgenommen mit dem Auto, weil das kann man ja schließlich auch nicht machen. Also nicht zu helfen, das wäre manchmal einfach fies und manchmal auch einfach schädlich. Genau, also eine Aktion oder eine Nicht-Aktion kann man beide danach angucken. Überwiegend falsch, überwiegend richtig, für wie viele Lebensbereiche. Ich hoffe, dass ich das jetzt so ein bisschen auseinandergezogen habe, sodass man damit denken kann. Ich wollte eigentlich ein Zitat aus diesem Buch dazu liefern, nämlich die Lösung aller Probleme ist ein Studium von richtig und falsch. Das gesamte Problem, richtige und falsche Antworten zu erhalten, ist eine Frage der Abstufung von richtig und falsch. Und das ist das, was ich gerade erklärt habe. Wir bekommen nie absolut, absolut, absolut richtig. Selbst wenn ich den Salat esse, vernichte ich etwas, was ich ganz mühsam gezüchtet habe. Aus dem kriege ich dann keine Samen und kann nicht mehr den nächsten Salat züchten. Und außerdem tut er mir auch ein bisschen leid, weil ich habe ihn ja gestreichelt, ich habe ihn von Schnecken befreit, ich habe ihn gegossen, ich habe ihn gedüngt, ich habe alles richtig gemacht mit diesem Salat. Und wenn ich den jetzt mit meinen Zähnen zermalme, dann mache ich ihn ja so richtig, richtig kaputt. Auf der anderen Seite und so weiter.
Da haben wir wieder diese ganze Geschichte mit der Logik. Da gibt es die Plusse und da gibt es die Minusse und da gibt es die Argumente. Und manchmal gibt es Entscheidungen, die sind irgendwo fast auf der Mitte. Die sind fast nicht wahrnehmbar, ob sie gut oder schlecht sind. Das sind die, wo man etwas mehr drüber nachdenken müsste. Wo einfach genauso viele Dinge dafür sprechen, dass es in der Zukunft besser wird, wenn ich diese Entscheidung treffe, wie auch, dass es schlechter werden könnte, wenn ich diese Entscheidung treffe. Das sind kippelige Entscheidungen, das sind schwierige Entscheidungen. Und ich kann euch empfehlen, die auf einem Blatt Papier und mit Logik auszuarbeiten und einfach die Fürs und Widers ordentlich aufzuschreiben. Die kann man auch in Kreisen aufmalen, ist auch wirklich egal, wie man es macht. Oder sich Hölzchen oder Stöckchen hinlegen für dafür Argumente, für dagegen Argumente, findet irgendein System, mit dem das leichter wird. Ich würde solche Entscheidungen immer aus dem Kopf raus auf ein Blatt Papier nehmen und mir einigermaßen objektiv angucken. Manchmal hilft es natürlich auch, das mit jemandem durchzusprechen, der wird es auch ein bisschen klarer, sofern der andere die Möglichkeit hat, den Mund zu halten und sich nicht in die Entscheidungen einzumischen, weil das kennt ihr aus anderen Sonntagsandachten, wenn mir jemand sagt, oh, wie soll ich mich entscheiden, soll ich mich auf diese Beziehung einlassen oder soll ich nicht, wenn ich dann dafür argumentiere und dieser Person helfen will, dann sagt die mir alles, warum es nicht geht. Und wenn ich dann die Seite wechsle und dann sage, warum sie das warum sie das nicht machen soll, dann erklärt sie mir natürlich alles dafür. Also man kann nicht die Probleme von anderen Leuten lösen, das funktioniert überhaupt nicht. Aber man kann sie dazu bringen, das ordentlich auszuarbeiten, dass sie das Richtige und das Falsche und das Gute und das Schlechte gegeneinander abwiegen und genau analysieren. Und dann können sie meistens eine sehr gute Entscheidung treffen. Ich gebe ja immer eine Hausaufgabe auf. Vielleicht könnt ihr in diesem Fall euch mal umgucken nach einem Problem, das sich nicht gut lösen lässt und das einfach auf einem Papier zu einem sehr guten Ende bringen, einer guten, klaren Entscheidung, die entweder wirklich dafür spricht oder wirklich dagegen spricht. Lebensbereiche angucken, langfristig als Argument angucken und dann habt ihr sicher eine ganz gute Lösung. Zeit für ein Gebet. Das Scientology-Gebet für völlige Freiheit. Möge der Schöpfer des Universums alle Menschen befähigen, ein Verstehen ihrer geistigen Natur zu erreichen. Möge Bewusstsein und Verstehen über das Leben sich weiten, sodass alle den Schöpfer des Universums erfahren können. Und mögen andere auch dieses Verstehen erreichen, das völlige Freiheit bringt. In dieser Zeit gedenken wir jener, deren Freiheit bedroht ist. Jener, die Gefangenschaft wegen ihres Glaubens erlitten haben. Jener, die geknechtet oder gequält und aller, die brutal behandelt werden, gefangen sind oder angegriffen werden. Wir beten dafür, dass die Menschenrechte bewahrt werden, sodass alle Menschen frei glauben und ihre Andacht verrichten können. Sodass es in unserem Land erneut Freiheit geben wird. Freiheit von Kriegen, Armut und Not. Freiheit zu sein, Freiheit zu tun und Freiheit zu haben. Freiheit, das Potenzial des Menschen zu gebrauchen und zu verstehen. Ein Potenzial, das von Gott gegeben und Gott ähnlich ist. Und Freiheit, jenes Verstehen und Bewusstsein zu erreichen, das die völlige Freiheit ist. Gebe Gott, dass es so sei. Nun bleibt mir euch eine gute Woche zu wünschen und das tue ich auch. Viel Spaß dabei.